Das Ja zum Budget am heutigen Abstimmungssonntag sorgt für Sicherheit. Ich danke den Bernerinnen und Bernern für das Vertrauen. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir einen starken sozialen Staat haben. Trotz Entlastungsmassnahmen von 42 Millionen Franken, trotz einem Personalabbau resultiert ein Defizit von 35 Millionen Franken im Budget 2023. Das zeigt klar, die Herausforderungen bleiben gross und die finanzielle Ausgangslage angespannt.